Let's Play Total War Warhammer. Wir haben eine neue Aufgabe gekriegt. Die gestärkte Rüstung von Kalidor. Das ist eine Verschmelzung mehrerer Rüstungen, aber er hat sich mit der gesamten... Ach nee, nur von der Rüstung von ihm. Okay, ich dachte, Moment, der Phönixkönig hatte erstens die Rüstung von Kalidor, zweitens hat er sich komplett ins Meer geschmissen und drittens ein Bruchstück würde die Rüstung stärken. Was? Nee. Nee doch, hier wieder das Rüstzeug. Was zum Geier? Okay, egal. Ich hinterfrag das jetzt einfach nicht. Genau, das haben wir gekriegt. Was ist unser nächstes Ziel hier? Ja, wie keine Kapitelziele mehr. Das ging ja fix. So, wo sind eigentlich unsere... Ach stimmt, die ist ja... Haha, die ist ja verwundet. Freudig. So. Ich habe ein paar Mods ein bisschen umgeturft. Also ich habe immer noch einen Mod aktiv, der uns mehr Fähigkeitenpunkte gibt pro Level. Aber das geht nur bis Level 12. Dann kriegen wir halt immer 2 und danach geht's normal weiter. Weil ich war immer so ein bisschen rumsuchen die ganze Zeit, wie viele man jetzt da wirklich kriegt und um zu gucken, dass man auch wirklich... Also dass man halt jetzt nicht so wenig hat, weil das finde ich auch mit doof. Aber halt auch nicht so viele, weil das halt auch doof ist. Das, ja, die 30, ganz ehrlich, brauchen wir jetzt auch nicht. Also das werde ich hier auch lassen. Also es kam ja eine Frage. Übrigens, danke für die Frage überhaupt, dass du hier uns sich so damit auseinandersetzt. Wie ich mir das hier so vorgestellt hatte mit der öffentlichen Ordnung und so weiter, weil die halt schon in den Keller geht, aber man sieht sie halt auch nicht so sehr. Also jetzt, wenn das Ausrauben so oder vorbei ist, geht das eigentlich. Werden wir sowieso dann wieder hinspringen. So, und gleich mal weiter hier rekrutieren. Und zwar ein paar Grenzläuferchen. 2 wahrscheinlich wieder und nochmal Bogenschützen. Am Hexenberg hast du das hier. Ja, das können wir hier jetzt noch eine Runde behalten, wenn wir schon rekrutieren. 2 Runden werden wir nicht rekrutieren. Wir brauchen sowieso noch einen Platz. Dann sind wir auch tatsächlich fertig. Eine zweite Armee werde ich auch noch nicht ausbauen, weil dafür ist einfach unser Reich nicht groß genug. Und ganz ehrlich, wir werden sowieso hier irgendwo kämpfen. Und da werden wir auch mit Marsch und so weiter schnell genug rankommen an alles. Oh, da brennt irgendwas. Auch nicht. Was ist denn mit euch verkehrt? Jetzt wollen die Skaven auf einmal... Nicht-Angriffspakt? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Scheiße, ich sehe die nicht. Skaven? Die sind wahrscheinlich hier irgendwo. Ne, hier nicht. Hier. Die sind irgendwo hier oben. Also es wäre tatsächlich eine Idee wert, weil dann würden sie uns halt nicht angreifen. Malus kloppt sich hier noch. Solange ich dafür kein Geld kriege. Nachgeschenkt. So, hier funktioniert alles wieder. Da waren auch ein paar Mods wieder durchgesponnen, nämlich das Modding Framework, mit dem man halt auch hier eigentlich eigene bauen kann. Feenhaft. Aha. Diese grausame Gott, die sind halt richtig kacke, die Kommandanten da teilweise von den Elfen. So, genau, hier kriegen wir immer noch 2. Oh, Nahkampfabwehr mehr. Das wäre praktisch. Was brauchen wir hier nicht weiter? Bekannt und gefürchtet, das wäre halt schon was. Und halt eben Quartiermeister. Das sind Dinge, die wir unbedingt brauchen. Alles andere ist ziemlich für den Arsch. Eigentlich auch nicht. Oh, Forschungsrate plus 5%. Erstmal mehr Geld. So, genau, jetzt haben wir hier mehr als genug Geld. Jetzt können wir uns tatsächlich... theoretisch mal hier rum kümmern. Oder wir könnten hier runter gehen nach Nagashisa, aber dann sterben wir einfach nur. Ist halt auch ungeil. Ah,
Zwerge. Jo, die finden das nicht so cool. Ja, egal, dann greife ich sie halt an. Bis zum Buckelberg und dem Silberpfeiler. Hier ist wahrscheinlich Clan Rictus. Hallo. Jesus. Genau. Weiter im Text. Und ich habe den Mod rausgehauen, mit der wir weniger Unterhalt zahlen. Der Mod hat es an Total Warhammer 1 angeglichen. Und nicht an Warhammer 2, weil in Warhammer 2 hast du immer einen festen Wert von Anfang an und der halt scheiße hoch ist auf höheren Schwierigkeitsstufen, was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen grenzwertig finde. Okay, da ist noch einmal durchgelatscht. Die dunkle Festung muss auf jeden Fall ausgebaut werden und zwar hierhin, weil wir wollen unsere Drachenprinzen. Elfenschmiede, Tyrannok-Streitwagen, das bringt hier nichts. Kriegslöwen wären geil. Erstmal Wachstum. Handelsentwicklung wäre auch geil. Wollen wir hier drin aber nicht haben. Das können wir von mir aus dann hier reinhauen. Das muss auch erstmal ausgebaut werden. Lyrianer will ich nicht. Wir sollten unsere Rekrutierungszentren am besten tatsächlich aufteilen. Weil sonst kriegen wir hier Mords auf die Fresse. Obwohl, warte mal. Die dunkle Festung werden wir so bis zum letzten verteidigen. Da lohnt sich es eigentlich fast schon, das hier reinzubauen. Es sei denn, wir haben halt eine öffentliche Ordnung. Gut, geht hier jetzt auch langsam in den Keller. Gut, ich baue das wieder rein. Mist. Ich weiß nicht. 120, 200. Uff. Mehr Handelseinkommen hier. Kann ich doch mehrmals bauen eigentlich? Wenn ja, wäre das ganz schön witzig. Weil dann bringt es später auch ziemlich ordentlich was. So, ich will jetzt auf jeden Fall die Kriegslöwen. Die sind nämlich cool. Bauen wir jetzt einfach hier rein. Nee. Okay, nee, scheiß drauf. Wir haben das Militärlager. So, dann machen wir hier den Aschebergen. Gut, hier soll dann sowieso erstmal Geld generiert werden. Das heißt, wir können hier den elfischen Zimmermann, dann können wir auch jetzt tatsächlich schon 60 gegenüber 100. Ja, uff. Uff. Mal nicht aufpassen. Gut, der Kommentator hatte schon irgendwo recht. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das Piazza-Gebäude, aber es ist trotzdem irgendwie, ist halt weniger. Oh, geil, wir kriegen schon mal Osmose. Das heißt hier, toll. Ich glaube, ich werde doch gleich doch wieder zurückgehen müssen, um mich gegen Snitch zu verteidigen. Bei dem traue ich gerade absolut nicht über den Weg. Das bringt ja nochmal plus 10. Ach ja, wir gehen jetzt hier voll on, weißt du was? Ich bin mal gespannt. Der ist hier noch beschäftigt mit den Orks. Sobald er mit den Orks fertig ist, erklärt er entweder Malus oder mir den Krieg. Erklärt wahrscheinlich mir den Krieg. Das heißt, ich gehe doch wieder zurück zum Hexenberg. Tschüss! Jesus. Dann kloppen wir erstmal Clan Eschen weg. Weil der ist dann, glaube ich, doch gefährlicher als alles andere. Jesus, nein. Außer gibt's mir Geld. Außer gibt's mir mehr Geld. Okay, war ja klar. Nein. Komisch. Noch runter zum Silber hergehen hier, weil die haben nämlich Diamanten, was echt super ist. Juhu, wir haben eine höhere Anrufung von Vorwahl. Das ist gut. Handelsentwicklung, Gruft der großen Herden, Hartholzkonstruktion.
Östliche Handels... Wachen der Alten? Na, ich brauche auch noch was. Östlicher Bazar. Hä? Ach so, fuck. Das wäre praktisch. Das Marmorlager. Wir haben ja bloß nirgendwo Marmor, oder? Ach Gott, scheiße. Das ist doof, das war jetzt ein richtig dummer Zug. Fuck, ich hätte einfach... Jetzt hätte ich genug zu... Ach, drecksvermaledeite Axt. Hätte ich ja schon fast Bock. Also jetzt hätte ich tatsächlich echt Bock, das nochmal zu laden. Weil hätte ich jetzt einfach durchgehen können, die wegholzen und... Na komm, wir laden es. Rrrk. Das habe ich komplett unterschätzt, dass es echt zu schnell geht. Nochmal. So, der Plan ist ja jetzt erstmal Malus wegfrühstücken, will ich jetzt nicht. Der darf sich gerne mit Snitch kloppen, wenn er will. Aha, die sind schon da. Das stimmt. Junge! Gut, ich wollte gerade... Doch, wollte ich! Ich wollte Drachenprinzen herholen. So, jetzt ist mir aber alles egal. Ich greife die jetzt an. Da hätte ich ganz gerne die Magierin dabei, aber die ist ja irgendwie immer noch verhindert. Jetzt haben wir hier kein Geld mehr. Was schade ist. Aber das hier ist wichtiger, damit es nämlich hier besser wird. Wir brauchen hier dringend bessere Leute. Flottendisziplin, Milizausbildung brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir eine... Schneller sein ist immer gut. Auch wenn es nur 5% sind. Hi! Ihr seid scheiße, wenn ich es nämlich jetzt noch... Das ist doch kacke, ne? Jetzt lade ich es nochmal auf... Ah! Typisch. Would you stop it? Noch haben sie mir nicht den Krieg erklärt. Ja, Drache gesichtet. Wo ist er? Da, wir haben nicht genug Geld dafür. Loyalty is all. By the White Tower, Lilith protects me. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie mich gleich richtig hart umnieten werden. Clan Ashen. Also wir können jetzt pokern. Ganz sicher nicht Angriffspakt. Fuck. Ah, scheiße. Ja, ich brauche das Geld dann doch. Ich speichere immer. Be ready for anything. Send forth by war.
Gut, ich wusste jetzt nicht, dass es reicht, wenn ich da drüber latsche. Ich dachte, es ist so wie jede normale Aufgabenschlacht, dass ich das direkt anklicken muss. Herrschaft. Läuft es gerade nicht so gut. Fuck. Na, der Start ist echt gar nicht mal so einfach. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist es tatsächlich sinnvoller, wenn wir uns zuerst ums Nix kümmern. Weil, wenn ich jetzt da hochgehe und mich mit Kladriktus fetze, kann ich 100% sagen, dass die KI sagt, ach ja, da können wir ihn doch mal angreifen. Würde ich auch machen. Deswegen, und wenn ich jetzt halt nur Snitch angreife, dann kann es auch sein, dass Rictus was macht. Nur sind wir dann hier halt näher an der Grenze irgendwo. So ein bisschen jedenfalls. Gehen wir halt noch hier zurück. So, dann kriegen wir auch hoffentlich bessere Truppen. Der Typ nervt mich. Jetzt kommt's. Jetzt, das war klar. Das war klar. Okay. Ja, gut. Ja, zum Glück bin ich jetzt nochmal zurückgegangen. Das heißt, wir besetzen jetzt direkt die dunkle Festung. Und harren da drin aus. Hexenberg. Das Problem ist, dass ich ja nicht wie die Skaven hier durchspringen kann. Das heißt, potenziell verliere ich ein Hexenberg. Das kann abgerissen werden. Kein Geld, kein Geld, kein Geld. Das dauert noch. Jesus. Jesus, geht das schon wieder los? Okay, das könnte jetzt witzig werden. Jetzt bricht mir der Unterhalt wieder das Genick. Das ist nämlich der Witz daran. Erstens habe ich nicht genügend Geld für die, zweitens nicht genügend Einfluss. Und für irgendeinen Lappen hier ist es auch so. Erfolgschance für Hinterhalt. Ja, das ist noch am wenigsten schlimm tatsächlich. Und feenhaft ist auch nicht schlecht. Oh, für alle Einheiten der Armee des Kommandanten ist wieder scheiße, weil die haben auch Warblitze. So. Hier bräuchte ich 800. Das können wir erst nächste Runde machen. Darf ich mal sagen, hier machen wir mal einen Cut und beenden die Folge, weil es kann ja ein bisschen dauern, bis wir fertig sind. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Mal gucken, ob wir durchhalten. Auf jeden Fall geht es jetzt gegen Snitch. Mal gucken.